mein Name ist Enrique und in diesem Video möchte ich euch gerne einige Artikel zeigen, die ich in einem bestimmten Shop gekauft habe, beziehungsweise ist eine Kette. Das ist ein Euro-Shop. Das heißt, alle Artikel, die ich zeige, haben 1 Euro gekostet und die setze ich ein im Bereich Bushcraft Ultralight Survival Tracking. Das sage ich im Einzelnen noch. Ich stelle die Artikel kurz vor, werde dazu bei den einen oder anderen Artikeln noch ein Video drehen, weil das hier dann zu viel werden würde. Das Video drehe ich hier ebenfalls in 4 Sprachen. Zu den einzelnen Sachen, das mache ich dann nur in Deutsch, also die anderen kommen in 4 Sprachen vor, weil dieser Euroshop, der ist nur in Deutschland, soweit ich weiß, und da wird es wenig Sinn machen. Könnten sich die Leute nicht kaufen. Ich fange mal an. Und zwar, bevor ich anfange, noch ein Hinweis. Ich habe in meinem letzten Video viele Plastiktüten vorgestellt, ein System. Patrick Wall hat mich dann auf eine Idee gebracht, weil ich hatte danach ein schlechtes Gewissen. Das könnte missverstanden werden. Plastiktüten sind natürlich überhaupt nicht toll. Und der Patrick Wall hat mich dann auf eine Idee gebracht. Ich habe also recherchiert und werde dazu noch weitere Videos drehen. Und zwar gibt es Plastiktüten, die sind biologisch abbaubar, habe ich recherchiert. Das gibt es tatsächlich. Ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil natürlich die Vorstellung, vielleicht Müll einzupacken und wenn der Beutel biologisch abbaubar ist, muss man den Müll nicht wieder mitnehmen, dann könnte man ihn theoretisch im Wald vergraben. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich hier eine Quelle entdeckt. Kann jeder mal recherchieren. bioeinweggeschirr.de. Da gibt es zum Beispiel sowas. bioeinweggeschirr.de. Nur mal so jetzt als Hinweis, wenn einer mein Video mit den vielen Tüten gesehen hat, kann er gleich biologisch abbaubare Tüten kaufen. Ich habe es nicht gewusst, dass es überhaupt sowas gibt. Zumindest ich vermute in so plastikähnlichen Eigenschaften, weil ich kenne natürlich Tüten aus Pappe, das würde aber nicht funktionieren für den Einsatzbereich, den ich meine. So, das war, vielen Dank nochmal an den Patrick Wall. Seinen Kanal habe ich abonniert, hat zwar nicht viele Videos, aber da könnt ihr sehen, dass dieser Hinweis von der Seite kommt. Herzlichen Dank nochmal für den Kommentar. Und jetzt fange ich an, zu den Artikeln was zu sagen. Und zwar fange ich mal hiermit an. Und zwar ist das, alle Artikel habe ich 1 Euro bezahlt. Das ist eine Stirntaschenlampe mit 5 LEDs. Die habe ich sogar in meine EDC-Tasche. Ich nenne zwar EDC-Tasche, aber die nehme ich natürlich nicht mit. Die hängt bei mir für den Notfall an der Wand. Und da kommt die zum Einsatz zum Beispiel für diese Zieltasche. Da werde ich nochmal ein gesondertes Video machen. Die stelle ich hier nicht vor. Aber zum Beispiel habe ich diese Lampe da drin. Und die wiegt 31 Gramm. Dann habe ich hier, mal weg, weiß, was ich schon vorgestellt habe, einen Artikel. Das habe ich einfach gebraucht. Ich habe ich auch in diesem 1-Euro-Shop gefunden. Und zwar, das ist einfach ein USB-Adapter fürs Auto, für den Zigarettenanzünder. 1 Ampere habe ich 1 Euro bezahlt, werde ich im Auto lassen natürlich, nämlich brauche ich nicht mitzunehmen, denke ich mir. Nochmal zu diesem Shop. Das sind deutschlandweit 230 Filialen. Der eine kennt das vielleicht. Das ist hier ein, so sieht das aus, Euroshop. Und im Internet ist die Homepage-Anschrift www.schumeuroshop.de.
Das sind die Artikel teilweise abgebildet, kann jeder mal gucken, wenn er was sucht. Den einen oder anderen Artikel gibt es nicht mehr, aber einige Artikel schon, die gibt es immer noch. So, das war zum Beispiel jetzt die Taschenlampe, die habe ich gesehen, die gibt es sogar noch. So, ist natürlich für 1 Euro, ist klar. Aber 31 Gramm, vielleicht hat der eine oder andere ja doch eine Verwendung dafür. So, machen wir weiter. Sehr praktisch finde ich diese Karabinerhaken. Ich halte sie mal in die Kamera. Das ist ein Dreierset, nennt sich hier Schlüsselanhänger. Und das sind in drei verschiedenen Größen. Und zwar, das ist der größte, und zwar wiegen die 2 Gramm, 6 Gramm und 9 Gramm. Also an denen habe ich zum Beispiel einen 10-Liter Wasserbeutel aufgehängt, war überhaupt kein Problem. So, Karabinerhaken, 3 Stück für 1 Euro. Dann sehr praktisch, allerdings ist das nicht die Version, ich habe zwei Versionen von diesem Feuerzeug. Das ist ja die Version mit dieser Flamme. Kostet auch 1 Euro das Feuerzeug und wiegt 24 Gramm. Dann habe ich hier was ganz Lustiges oder ganz Besonderes. Das sind solche, wie die nennen sich, Beutelverschlussklemmen. Und die wiegen ab 2 Gramm. Das ist die kleinste Größe. Das ist ein Set. Dann gibt es hier das ist die längste und die mittlere. Da kann ich auch zeigen, was ich für eine Verwendung habe. Da kann man Beutel mit verschließen. Aber zum Beispiel ist das eine optimale Ergänzung oder ein optimales Element für ein EDC-Kit, für ein Survival-Kit. Und zwar ist es ein prima Verschluss für einen Latex-Container. Ich habe hier einen Latex-Container, der ist gefüllt mit 0,4 Liter Wasser. Und hier oben habe ich einfach, um ihn zu verschließen, so eine Klemme verwendet. Da kann also nichts rauslaufen, die kann ich öffnen und kann das Wasser entnehmen. So, das ist also zum Beispiel eine Verwendung dieser Beutelverschlussklemmen. So, dann habe ich hier nennt sich Regenponcho HDFE-Folie für Erwachsene. So nennt sich das im Katalog. Und das ist nennt sich Regenponcho, ist aber kein Poncho, sondern eigentlich eine Jacke, weil es hat richtige Ärmel, ist relativ lang. Habe ich schon ein anderes, das nicht, das ist original verpackt. Das funktioniert ganz gut. Und das ist ebenfalls in meinem EDC-Kit mit drin. Da habe ich das eingebaut. Nur mal als Tipp, als 1 Euro. Wiegt, das habe ich nicht gewogen, habe ich aber gleich. Wiegt 48 Gramm. Also eine Regenjacke für 48 Gramm. Dann habe ich hier für 1 Euro so als Backup oder als Reserve oder im EDC-Kit eine Lesebrille. Und zwar habe ich hier zum Beispiel, gibt es hier zwei verschiedene Modelle. Da wiegt zum Beispiel diese Brille 14 Gramm, die ist sehr leicht. Die andere zum Beispiel 20 Gramm. Also auch als Lesebrille, als zweite Brille, nicht als erste Brille, habe ich die zum Beispiel auch eine in meinem EDC-Kit. Nehmen wir mal an, macht ja keinen Sinn, wenn man mit der Tasche irgendwie sich die Tasche schnappt oder weggeht und man hat die Lesebrille vergessen. Ja, wenn man nichts sieht, so zum Lesen, dann hat man natürlich nützen einen die tollsten Survival-Dinge nichts, wenn man sie nicht benutzen kann, weil man einfach nichts sieht. Deswegen ist eine Brille, die Idee, eine Brille einfach so eine 1-Euro-Brille da rein zu tun, gar nicht so schlecht. Ebenfalls habe ich mir zugelegt, zwar nicht benutzt, aber das ist zum Beispiel auch optimal, um sich so kleinere EDC-Kits zu bauen oder für den Gürtel. Das gibt es auch in Rot. Ursprünglich hatte ich vor mir da eine Erste-Hilfe-Tasche zu bauen.
Das ist eine Kamera, nennt sich Kamera Hardcase, wiegt 41 Gramm, hat einen Reißverschluss und hier noch eine Öse. Könnte man noch sogar an einen Karabinerhaken aufhängen, also für den Hosengurt. Wiegt 41 Gramm, ebenfalls 1 Euro. Dann habe ich hier, das habe ich auch in meinem EDC-Kit, und zwar ist das so ein aufblasbares Kissen. Hat er eigentlich schon gesehen, wiegt 44 Gramm, ist einfach drin, weil ich keinen teuren Kissen da verwenden möchte. Mein EDC-Kit, denkbar ist es auch, mir ist die Idee gekommen, man könnte sich so eine Survival-Weste so draus machen, oder Schwimmhilfe, was auch immer. Also vielleicht hat der eine oder andere noch eine Idee, wie man das Teil nutzen könnte für 1 Euro. Kann natürlich auch jeder, wenn er für 1 Euro, wofür er sich ein teures, aufblasbares Kissen kauft, erstmal so eins zulegen. 44 Gramm ist zumindest besser als nichts. Aber für ein Kissen habe ich einen anderen Tipp. Ich habe das schon vorgestellt in einem Video. Das sind diese Wäschenetzbeutel. 2 Stück, das ist die kleine Version. Also die habe ich, da ich das in einem extra Video gezeigt habe, gehe ich nicht drauf ein. Ich habe hier gezeigt, wie das aussieht. Ich habe in diesen größeren Wäschenetzbeutel einfach meine Daunenjacke reingetan. Und man sieht, das ist ein super Kissen, das ist ein prima Kissen. Für 2 Stück, für weniger als 1 Euro. Wiegt auch, kann man ja nachschauen in meinem Video. Das ist die Verwendung zum Beispiel ein Bushcraft Kissen. Auch ebenfalls aus diesem Shop, also ist wirklich wie ein ganz normales Daunenkissen, sogar besser sogar als so ein Kissen, was man so zu Hause hat. Dann habe ich hier, das habe ich auch vorgestellt, das ist diese Plastikunterlage, da gibt es auch ein extra Video, die ist ebenfalls auch von diesem 1 Euro Shop. Dann, ich habe mir einfach mehrere gekauft, weil für 1 Euro ist eine Taschenlampe, die hat hier nur ein paar Funktionen, aber Taschenmesser, wiegt 52 Gramm. Die habe ich zum Beispiel auch als Zweitmesser in meinen EDC-Kit, weil einfach die auch einen Flaschenöffner und sowas hat, also da wird sicherlich funktionieren. Korkenzieher habe ich schon getestet, muss man sehr aufpassen. Wenn man nicht aufpasst, ist er sofort kaputt. Also man muss da mit dem Korkenzieher sehr aufpassen. Ist ziemlich dünn. Ist natürlich für 1 Euro, kann man nicht viel erwarten. Aber so zum Beispiel für, wenn ich für jemand anders, damit er auch die Person ein Taschenmesser mitnehmen kann fürs Essen oder so, habe ich immer so ein Teil als Reserve ebenfalls gefunden. In diesem 1-Euro-Shop, dann sehr lustig klingt das, aber ich bin, die ist gar nicht so schlecht, finde ich. Das sind, nennen sich Gästehausschuhe, das sind Filzhausschuhe, die hatte ich mir zugelegt fürs Camp. Die sind sehr dünn und wiegt so eine Pantoffel, wiegt 29 Gramm eine, ebenfalls für 1 Euro. Also fürs ist zumindest besser als barfuß, ist es allemal. Man bleiben die Füße zumindest sauber und es nützt natürlich nichts gegen so irgendwelche dicken Stacheln oder so. Das ist natürlich, gehen natürlich sofort durch, aber es ist, wenn man barfuß läuft, hat man ja auch keinen Schutz. Auch sehr froh bin ich, dass ich diesen Artikel jetzt gefunden habe. Und zwar, das sind hier Arbeitshandschuhe. Ein Handschuh wiegt 13 Gramm. Ist also wirklich super leicht. Er hat hier vorne so eine Art Gummibeschichtung oder Plastikbeschichtung. Ja, so ein bisschen elastisch ist das. Oben hier Feinstrick, nennt sich Arbeitshandschuhe Feinstrick. Hier nochmal, um die gleich zu finden, die Artikelnummer eingeblendet. Also, da werde ich sicherlich noch ein extra Video drehen, weil die sehr vielfältig einsetzbar sind. Ebenfalls gefunden.
in diesem 1-Euro-Shop. Dann sehr begeistert bin ich von diesen Rettungsdecken für 1 Euro. So, und zwar, da gab es glaube ich mehrere, aber das Besondere ist, dass diese Version, die wiegt nur 38 Gramm und ist 1,60 Meter mal 2,10 Meter. Und die habe ich auch verwendet. Und eine wiegt nur 38 Gramm. Die sind also dünner als die herkömmlichen Rettungsdecken. Funktionieren genauso gut. Ich glaube, die war, ich glaube auch das Modell, das wiegt 61 Gramm. Das ist ein bisschen dicker. Ich glaube, das war vom selben Shop. Muss man manchmal ein bisschen gucken. Die Artikel variieren manchmal. Muss man aufpassen. Also für 1 Euro sicherlich, wenn man sich ein Easy-Kit oder so anschafft, reicht das aus. Sehr praktisch auch sind diese Klettverschlussbänder. Habe ich einfach mal einen Rest hier genommen. So, die sind natürlich etwas länger, um irgendwelche Sachen festzubinden. Zum Beispiel habe ich damit meine Thermarestmatte gebunden, damit die nicht aufgeht, wenn die einmal so gefaltet ist. Wiegt das zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht wie lang, das ist ein Rest, aber das so in der Größe wiegt 4 Gramm. Auch ebenfalls so ein paar in so ein Paket zu finden, auch für 1 Euro. Auch sehr gut, also für den Outdoor-Bereich zu gebrauchen. Dann habe ich hier eine, nennt sich Brusttasche, ich habe mir die aber schon benutzt, die habe ich mir hinten angeschnallt unter dem Rucksack. Also wenn der Rucksack voll ist, kann man da noch ein paar Sachen noch verstauen. Auch für 1,59 Euro 59 Gramm wiegt das Teil, hat hier zwei Reißverschlüsse und dann kann man eben kleineres Zeug noch. Dann weiterhin habe ich hier ideal für ein EDC-Kit, so eine nennt sich Brustbeutel. 14 x 18,5 Nylon mit Reißverschluss, wiegt 27 Gramm, hat hier eine Schnur, die kann man auch zur Not dann also benutzen und abmachen. Ist dafür natürlich gedacht, um sich das um den Hals zu hängen. Und ja, da habe ich, die habe ich auch ebenfalls in meinem EDC-Kit drin. Nehme ich normalerweise jetzt nicht mit für meine Touren, aber jetzt für solche Sachen, wenn man sich kleinere Kits macht oder so, habe ich hier sowas zur Hand. Dann hatte ich mal auch vorgestellt in meinem Video, die Flasche, die ich früher hatte, war diese, die war auch aus dem 1-Euro-Shop, aber die hat sich herausgestellt, entweder mit der Zeit ist, hat die Dichtung versagt oder wie auch immer, die war nicht dicht. Jetzt habe ich eine gefunden, ganz neu. Die ist ein bisschen andere Qualität, ein bisschen dicker, wiegt 60 Gramm und die ist dicht, da läuft nichts aus, passt für den Steripen, deswegen habe ich die gekauft. Auch ebenfalls aus dem 1-Euro-Shop. Ja, und das waren alle Artikel. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen.